Moin Leute, und heute zeige ich euch wirklich einen mega einfachen Unlimited Money Glitch mit Bypass. Und das Heftige ist an diesem Glitch, Leute, ihr könnt wirklich alle 2 Minuten ein Auto duplizieren. Das bedeutet, im Optimalfall habt ihr alle 2 Minuten 1,8 fucking Millionen GTA-Dollars. Wie geil ist das denn? Und das wirklich Heftige ist an diesem Glitch, Leute, ihr braucht keine Arena-Werkstatt, ihr braucht keinen Bunker inklusive MOC, ihr braucht keine Basis, ihr braucht kein Nachtclubhaus, ihr braucht eigentlich nichts. Ihr braucht einfach wirklich eine normale 10er-Garage. In dieser 10er-Garage muss natürlich auch das Auto stehen, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt ein Izzy aus der Arena-Werkstatt. Ihr braucht natürlich auch Autos, die für diesen Glitch verloren gehen können, sprich, worauf ihr dupliziert so gesehen. Mein Tipp, nimmt dafür einfach diese kostenlosen Elegies. Und ihr braucht für diesen Glitch auch noch eine bestimmte Casino-Mission. Und ihr braucht kurz einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Aber ich würde mal sagen, bevor wir anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich muss sagen, fangen wir doch mal an. Als erstes seid in irgendeiner GTA Online-Sitzung und startet die Casino-Mission Auszahlung. Falls ihr diese Mission noch nicht habt, dann fragt euer Freund, ob er diese Mission hat, denn es ist wirklich egal, wer diese Mission startet, denn in meinem Fall hatte ich auf dem zweiten Charakter diese Mission noch nicht freigeschaltet. Seid ihr jetzt ins Missionsmenü gejoint, könnt ihr die Mission einfach starten. Seid ihr in der Mission drin, seht ihr links jetzt das Missionsauto. Ihr startet jetzt ins Missionsauto ein und spielt erstmal die Mission zu einer gewissen Stelle. Sprich, ihr fahrt jetzt erstmal zum gelben Punkt. Seid ihr kurz zum gelben Punkt angekommen, fahrt jetzt einfach in der Nähe des gelben Punktes, so dass ihr den Missionscheckpoint erreicht habt. Denn ihr werdet es auch an der Minimap sehen, dass der gelbe Punkt irgendwann verschwindet und auf einmal die ganzen roten Punkte bzw. roten Kameras auftauchen. Habt ihr das gemacht, könnt ihr umdrehen und fahrt jetzt zu eurer Garage. Seid ihr an eurer Garage angekommen, könnt ihr aussteigen und wir können jetzt mit einem Money Glitch loslegen. By the way, euer Freund muss jetzt für diesen Glitch nichts tun. Er kann jetzt generell jetzt auch einfach für sich selber diesen Money Glitch ausüben, denn ihr müsstet einfach nur zu zweit diese Mission starten, da die Mission nur für 2 bis 4 Spieler ist. Gut, seid ihr in der Garage angekommen, fahrt jetzt das Auto raus, was für diesen Glitch verloren gehen kann. In meinem Beispiel ist es jetzt einfach normaler Elegy. Seid ihr rausgefahren mit dem Elegy, fahrt ihr kurz 2-3 Meter, steigt aus und geht wieder zu Fuß in eure Garage rein. Seid ihr in eurer Garage angekommen, steigt jetzt ins Auto ein, was ihr euch duplizieren wollt. In meinem Fall ist es ein Easy aus der Arena-Werkstatt, aber ihr könnt ein LG Retro Custom nehmen, ihr könnt ein Wagner Custom nehmen und so weiter und so fort. Hauptsache ein Auto, was unter 100.000 in Online-Shop kostet. Seid ihr jetzt mit dem Auto rausgefahren, was ihr euch duplizieren wollt, geht jetzt ins Extraktionsmenü, geht auf Fahrzeuge, geht auf Fahrzeug anfordern. Und Leute, glaubt mir oder glaubt nicht, ihr habt jetzt euer Auto erfolgreich dupliziert. Wie geil ist das denn? Und das war's wirklich, Leute. Ihr könnt euch wieder zurück in die Garage fahren und ihr werdet merken, Leute, dass ihr jetzt auf dem Stellplatz von LG spawnt und dass euer LG jetzt einfach weg ist. So einfach ist der Glitch und ihr könnt damit jetzt einfach wirklich eure ganze Garage voll glitchen. Das bedeutet, ihr steigt aus, steigt jetzt wieder in den LG rein, fahrt nach draußen, steigt aus, geht zu Fuß in die Garage wieder rein, steigt in euer Auto aus, was ihr euch duplizieren wollt, fahrt wieder raus. In diesem Fall müsst ihr ein paar Sekunden warten, bis ihr euer Fahrzeug wieder anfordern könnt im Interaktionsmenü, fordert euer Fahrzeug an und boom, euer Auto ist wieder dupliziert und fahrt wieder zurück in die Garage. Falls ihr eine Meldung bekommt, dass ihr nicht in die Garage reinfahren könnt, liegt es einfach daran, dass so gesehen das Auto noch nicht geliefert wurde vom Mechaniker. Deswegen wartet einfach kurz 2-3 Sekunden, bevor ihr in die Garage einfährt, dann könnt ihr in die Garage reinfahren. Und damit könnt ihr jetzt einfach wirklich eure ganze 10er Garage easy vollglitschen. Das bedeutet, ihr könnt in 20 Minuten eine komplette 10er Garage haben. Und wenn ihr mal überlegt, Leute, eine komplette 10er Garage, das sind roundabout 16 Millionen Dollar, die ihr einfach in der Garage stehen habt. Wie krass ist das denn bitte, Leute? Und Leute, by the way, ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass ihr keine dreckigen Kopien macht. Das bedeutet, wenn ihr ein Auto dupliziert, achtet darauf, dass euer Auto ein persönliches Kennzeichen von einer iShoot-App hat. Aber Leute, ihr seht auch schon jetzt hier im Hintergrund, ich hatte wirklich die komplette Garage vollgeglitscht. Und mein Tipp, Leute, an euch, nutzt diesen Glitch wirklich aus. Der ist wirklich mega einfach. Und wie gesagt, euer Freund kann diesen Glitch einfach mit euch machen. Er kann jetzt auch in der gleichen Garage für sich jetzt hier glitchen. Aber wenn euch dieser kleine, mega heftige Money Glitch gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, könnt ihr mich natürlich kostenlos abonnieren, damit ihr solche krassen Glitches nicht mehr verpasst. Aber ich bin raus. Bleibt gesund. Euer Bombard. Ciao.